Wo sind meine Pyros? Das wurde wohl zurückgenommen! Also was war unser Matchplan? Ein Freistoß schießen und einen daneben und dann den Rest da einnullen lassen. Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MSTV. Heute ist das Nordduell, ich korrigiere, heute ist das Freundschaftsduell. Hannover 96 trifft auf den Hamburger SV und ich bin heute nicht alleine. Hier, dieser Mann, Moin, der Leute. Badi. Der Badi ist heute mit mir dabei. Wir werden heute auch gemeinsam sitzen, gemeinsam vloggen. Und ganz wichtig, heute ist es egal, wer gewinnt, die Freundschaft wird heute gewinnen. Ja, wir wollen trotzdem die 3 Punkte mitnehmen, ja? Ja, wir aber auch. Aber ich würde sagen, als erstes gehen wir erstmal was essen, ja? Ja, ich habe übelsten Hunger. Ich habe extra nichts gegessen, mir den Hunger aufgehoben. Ich hoffe, du hast was Gutes zu empfehlen hier in Hannover. Ja, hier gibt es an jeder Ecke etwas. Ich habe auch nichts gegessen. Machen wir uns auf den Weg. Da sind wir. Schnell erstmal was essen. Ich Döner, er Döner. Beide Mezzo Mix, das passt ja super. Da würde ich sagen, guten Appetit. Guten Appetit, Bruder. Da fährt unser Bus. Aber wir gehen jetzt zu Fuß. Ja, mittlerweile sind wir unterwegs. Übrigens, ich habe heute das erste Mal einen Hannover-Schal dabei. Beim letzten Spiel gegen Regensburg hatte jemand kommentiert, das nächste Mal Schal mitbringen. Wie ihr seht, ich lese alle eure Kommentare. Ich muss nur noch lernen, wie man richtig bindet. Ansonsten passiert wahrscheinlich heute das, was ich Badi schon gesagt habe. Es sieht nach Fritz Walterwelle aus. Das wäre jetzt keine Seltenheit. Es ist fast immer, wenn ein Heimspiel von Hannover 96 ist. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, wir spazieren schön durch den Park im Grünen, bekommen genug Sauerstoff, weil nachher, wenn Hamburg verliert, damit Badi noch genug Luft hat zum Hause. Wir haben jetzt etwas Kleines getrunken und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Stadion. Der Massee ist voller Fans. So, wen soll ich jetzt grüßen? Giuliano. Und Fabian, alles klar. So, und habt ihr euch selber gegrüßt. Sag an! 4-1 für Hamburg! Mein Tipp? Ich dachte, er wollte gerade. Genau, was ist dein Prediction für heute? Und wer schießt eine Tor bei euch? 1-0 Hannover. 1-0 Hannover? Super. Leopold, okay. Wir haben es durch die Kontrolle geschafft. Badi? Pyros sicher versteckt? Pyros sind sicher versteckt? Ich wundere mich gerade ein bisschen. Null Kontrolle, also nur das Ticket abgescannt? Oder kommt das gleich noch? Keine Ahnung. Also, ich glaube, das. Also, das ist wirklich das erste Mal, dass ich nicht angefasst wurde vom Stadion. Ja. Aber das ist eigentlich untypisch. Normalerweise musste man kurz. Da vorne stehen? Okay. Ich weiß nicht. Baden wir mal ab. Badi, ich hoffe, du bist bereit. Ich bin bereit. Erste Mal in Niedersachsenstadion. Auf geht's. Also ich finde das, also die Aussicht geil, richtig klasse. So weit unten. Badi, erster Eindruck? Also erster Eindruck, in den letzten Wochen das beste Stadion, was ich gesehen habe. Mit Köln zusammen. Macht richtig Laune hier zu sitzen. Geile Plätze hast du uns ausgesucht. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken bei dir, mein Lieber. Sehr, sehr gerne, mein Bester. Übrigens, dort hinten sitzen deine Hamburger Kollegen. Ja, normalerweise sitze ich ja, wenn Leute von euch Videos von mir verfolgen, immer bei den Hamburgern heute, aber aus der Broschaft hierzu muss genau. Die bei den Hannoveranern. Genau, und dort drüben, Badi, dort sind die Hannover Ultras, das ist die Nordkurve. Ja. Nach gefühlt 3 Wochen bin ich endlich wieder im Niedersachsenstadion. Ja, ich hab's vermisst und ich bin aber heute richtig, richtig drauf gespannt. Ob wir heute Pyros sehen werden, von beiden Seiten. Choreo wäre auch mal interessant. Aber was noch wichtiger ist, ich hoffe, es wird einfach ein spannendes Spiel. Egal wer gewinnt, Hauptsache es ist spannend. Dort bei der Nordkurve sehen wir diese Fäden, Metallfäden, die nach oben gehen. Ein Handzeichen für eine Choreo. Ich frag dich nachher noch, ne? Wo die bleiben. Unser Mann zwischen den Pfosten, mit der Rücke Nummer 1. Unsere Mannschaft läuft ein zum Roman. Lass uns an den Arena, die Rücken und die Tür. Denn sie wird auf Arbeit zum
Wie geht heute das Spiel aus? 4-3. 4-3. 4-3. Josi, was sagst du? 2-0. 2-0. An der Stelle noch eine zweite. Ja, Buddy, nicht schlecht. Wo bleiben die Pyros? Wo sind meine Pyros? Alles ist hier angespannt, gleich geht's hier los. Hamburg ist schon begonnen mit einer kleinen Choreo. Hannover wird vielleicht auch gleich kommen. Sag schon mal jetzt, möge der bessere gewinnen. Thank you.
Foul. Aber das pfeift er ab. Buddy, das wird kein Tor. Hoffentlich blamieren wir uns jetzt nicht. Aber ich vertraue unserem Weltmeister. Weiter pressen! Weiter! Weiter! Was, Mann? Das war doch kein Foul. Kein taktisches Foul. Oh! Was war das? Weltmeister, da musst du ein bisschen sicherer werden. Angriff! Oh, oder doch nicht? Die erste Halbzeit endet 0:0. Hannover hat ein Tor gemacht, wurde zurückgenommen. Aber ich finde, Hannover spielt heute sehr, sehr gut. Auch wenn sie heute verlieren sollten. Sie können heute richtig stolz auf sich sein. Und worauf man auf jeden Fall heute stolz sein kann, sind die Fans. Also, Hannover Nordkurve, Respekt für die Choreo und auch für die Büroshow. Ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit weiterhin so guten Fußball sehen werden und natürlich das Tor für die drei Punkte. So, eins muss ich aber loswerden. Der Badi fühlt die ganze Zeit wirklich das Spiel mit. Echt stabile Hamburger. Also sein Kanal blendet nicht hier ein. Freut ihn auf jeden Fall. Der fiebert die ganze Zeit mit. Aber Badi, wenn ihr heute verlieren solltet, nicht so schlimm. Wenn wir heute verlieren, dann ist das definitiv verdient. Wir spielen, wie Uli Hoeneß gesagt hat, guten Scheißdreck zusammen gerade. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also was war unser Matchplan? Ein Freistoß schießen und einen daneben und dann den Rest da einnullen lassen. Ihr seht schon, also der Junge ist on fire. Los! Hey! Ja!
Tut mir leider leid, aber so ist es leider. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist genauso wie in der letzten Saison in Hamburg, wo es überhaupt keine Erwartung hatte. 3:44 Uhr. Nochmal Eckball für Hamburg. Man darf aber nicht vergessen, die Amateur-Weltmeister. Thank you.
ganz schnell, los. Matthias, grüß dich. Nee, die soll ich dir grüßen. Ach so, grüß dich. Ey, Matthias, hallo.